New York ist eine beeindruckende Stadt. Die vielen Menschen und die Gebäude, die bis in den Himmel zu ragen scheinen. Laut, voll und bunt. Ja, die Stadt hat auch ihre dunklen Flecken. Aber die hat doch fast jede große Stadt. Wenn Menschen eine Wohnung in New York suchen, dann bin ich einer der vielen Makler, an die sie sich suchend wenden. Aber ich bin einer von den Guten. Ich bin keiner dieser Makler ohne Moral, die auch das letzte Drecksloch als Palast eines Prinzen anpreisen. Ehrlichkeit hilft, auch gute Objekte zu verkaufen. Man hat danach ein gutes Gewissen und Geld auf dem Konto. Also eine Win-Win-Situation für mich. Es gab momentan eine Wohnung, die unter den Maklern als absolutes Problemfall galt. Kein anderer von meinen Konkurrenten hat sich an das Objekt getraut. Sie stand schon eine ganze Weile leer. Mich wunderte es. Sie war nicht in einer der Problemgegenden. Ich beschloss, sie mir wenigstens einmal anzusehen. In der Straße angekommen, machte ich mich auf den dritten Stock der Wohnanlage. Ich öffnete die Wohnungstür und fand eine ordentliche Wohnung vor. Doch schnell bohrte sich ein fürchterlicher Gestank in meine Nase. Es stank nach verbranntem Fleisch. So etwas Widerwärtiges hatte ich noch nie gerochen. Mir schnürte sich der Hals zu und ich spürte eine Säure in mir aufsteigen. Schnell rannte ich ins Bad, um mich zu übergeben. Doch ich war verwundert. Mir war von einem Brand oder Ähnliches nichts bekannt. Was sollte ich nur mit der Wohnung anfangen? Kein Mensch würde diese Wohnung kaufen. Dann kam mir plötzlich eine gerissene Idee, die mir etwas Angst machte. Denn sie hätte auch von einem skrupellosen Makler von ganz New York kommen können. 2 Tage später warb man in den Zeitungen über die Wohnung. Als symbolischer Preis hatte ich $1 angesetzt. Ich bewarb es speziell für Obdachlose. Kurz darauf fand sich auch ein Interessent. Selbst für die Obdachlosen war das Angebot suspekt. Ich machte mit ihm einen Termin aus, um die Wohnung zu besichtigen. Ich hatte mir diesmal ein Tuch um meinen Mund gebunden, um diesen Gestank auszuhalten. Der Obdachlose kam und wir gingen in die Wohnung. Ich rechnete damit, dass ihm schlecht wird. Doch dem war nicht so. Der Mann lief ganz normal in die Wohnung. Hatte er keinen Geruchssinn? Verwundert zeigte ich ihm alle Räume. Und als wir mit der Besichtigung fertig waren, drehte der Obdachlose sich zu mir. Ich nehme die Wohnung, aber mit einer Bedingung. Ich gebe Ihnen das hier und Sie müssen heute hier übernachten. Dann ziehe ich morgen früh ein. Der Mann zog eine Schachtel aus seiner Jackentasche und gab sie mir. Ich öffnete sie, etwas verdutzt über die Situation. Es war ein wunderschöner Ring. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Der Ring wirkte sehr wertvoll. Ich verlangte doch nur $1. Warum gab mir der Mann diesen Ring? In diesem Moment vergaß ich den Gestank. Und ich willigte ein. Der Mann lächelte und verschwand. Nun sitze ich spät in der Nacht in der Wohnung. Der Gestank wird jede Sekunde schlimmer. Die Flammen steigen schon aus dem Boden hervor und beginnen, mich aufzufressen. Es ist zu spät.
Ich kann ihm nicht mehr entkommen. Der Gestank. Endlich habe ich ihn verstanden. Ich habe meinen eigenen Tod gerochen.